Moin Finn, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Du musstest dieses Jahr leider einige DevTour-Events auslassen, konntest dafür aber bei der PDC Europe Next Gen deine Leistung zeigen. Wie würdest du dein Jahr bis jetzt selber einordnen? Bist du deinen Ansprüchen gerecht geworden? Also bisher bin ich schon mit dem Jahr zufrieden. Also sag ich mal im Vergleich zu gestern, was heißt gestern? Also im Vergleich zum letzten Jahr war es schon viel besser. Aber ich sage mal, dass ich jetzt natürlich die DevTour-Turniere, die ich jetzt eigentlich mitspielen wollte, jetzt nicht spielen konnte. Das war natürlich jetzt ein bisschen Pech, aber dafür konnte ich halt bei der Next Gen, konnte ich halt, sage ich mal, viele Plätze auch gut machen und auch, sage ich mal, meinen Leistungen war ich auf jeden Fall auch wirklich sehr zufrieden. Also bei manchen Turnieren habe ich auch wirklich gedacht, da war ich auch wirklich im Formtief, muss ich einfach sagen. Aber dann, dass ich noch das noch daraus bringen konnte, bin ich absolut mit zufrieden. Also mit diesem Jahr sehe ich auf jeden Fall eine Steigerung und auf jeden Fall sehe ich immer noch Potenzial, keine Frage. Worin siehst du über die letzten Monate deine größte Stärke? Ich sag mal, die größte Stärke ist, glaube ich, in bestimmten Drucksituationen den Druck standzuhalten und dann auch Darts in Doppel zu setzen oder Spiele zu gewinnen, die viel enger sind, als sie auch wirklich dann am Ende aussehen und einfach die entscheidenden Momente zu nutzen. Weil ich hatte immer das Problem, dass ich immer mental immer ein bisschen schwächer war, viel gezittert habe und viel, sage ich mal, Spiele abgeschenkt habe mit vielen Matchstarts. Mittlerweile durch vieles Training, auch mit Johannes Lipsius, mit Micha auch Gespräche, hat das mittlerweile viel besser funktioniert und jetzt bin ich auch mental, würde ich so sagen, auf einem besseren Standpunkt. Noch nicht das meiste Potenzial ausgeschöpft, aber auf jeden Fall schon Verbesserungen da, ja. In welchen Bereichen würdest du sagen, hast du noch das meiste Potenzial für Verbesserungen? Das meiste Potenzial habe ich noch in auf jeden Fall also im Wurf glaube ich nicht mehr, aber auf jeden Fall mental, wie ich gerade schon gesagt habe. Und einfach dieses Gesamte im Kopf, weil ich habe auch immer noch oft das Problem, dass ich dann in be bestimmten Momenten zitter oder sage ich mal noch so ein bisschen nervös bin. Das halt, ich glaube, ich, das ist einfach doch noch das größte Problem, was auf jeden Fall noch beseitigt werden muss. Welcher Moment des Jahres ist dir sportlich insbesondere in Erinnerung geblieben? Ich glaube, dieses Jahr war es einmal die Top 16 bei der Next Gen und dann, ich würde sagen, PDC-technisch kann ich eigentlich nur Next Gen aufzählen, weil viel mehr habe ich auch nicht gespielt. Aber dann ansonsten auch, würde ich auch sagen, die guten Leistungen auch bei den Lokalturnieren, sage ich mal, gute Averages und gute Formleistungen. Also auf jeden Fall, dass die Steigerung nach oben ging. Wie sieht eine typische Turniervorbereitung bei dir aus? Also ich sage mal so, ich bin jetzt nicht 2 oder 3 Stunden vorher da. Ich mache es immer so, ich komme maximal eine Stunde vorher an. Dann sortiere ich mich erstmal. Gehe erstmal ein bisschen in meinen Tunnel und dann gehe ich erstmal ans Dartboard, werfe erstmal ein bisschen drauf, dann vielleicht noch ein paar Trainingsspiele machen, aber nicht zu extrem, also jetzt nicht 3 Stunden stehen, weil ich habe meistens aber das Problem, dass mein Arm dann ein bisschen wehtut. Mal 1 Stunde maximal vorher da sein, ein bisschen einspielen und dann noch ein bisschen, sag ich mal, sitzen, ein bisschen noch mental darauf vorbereiten und dann einfach reingehen. Einfach das Beste daraus machen, einfach mal positiv und optimistisch sein. Was sind deine Ziele für die nächsten 12 Monate? Also auf jeden Fall möchte ich mehr PDC mitnehmen. Ich hatte jetzt immer das Problem, dass ich beim Fachabitur immer ein bisschen verhindert war. Das ist jetzt anders. Ich habe jetzt eine Ausbildung angefangen und deswegen kann ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit für Dart investieren. Und jetzt würde ich auf jeden Fall mehr PDC spielen. Auf jeden Fall, klar, die Q-School möchte ich dieses Jahr gerne, also nächstes Jahr gerne mitnehmen. Und dann weiterhin noch natürlich die Development Tour, weil es ja auch noch möglich ist. Und dann vielleicht auch die Host Nation Qualifier diesmal auch mitnehmen. Das würde ich mir auch noch wünschen. Wo siehst du dich selbst in 3 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren? Ich sage mal, in 3 Jahren sehe ich mich noch als ambitionierter Hobbyspieler, noch nicht unbedingt als Profi, weil erstmal noch ein paar andere wichtigere Sachen noch anstehen, erstmal die Ausbildung erstmal fertig machen und so weiter. In 10 Jahren, wenn ich auch schon ausgelernt bin und mit allem drum und dran schon fertig bin, dann könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht im Besitz einer Tourcard zu sein. Aber das kommt natürlich alles mit der Zeit und das kann man natürlich pauschal jetzt noch nicht sagen, aber ich würde auf jeden Fall mein Bestes geben. Was würde jemand, der dich nicht mag, Negatives über dich sagen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn es etwas Negatives geben würde, dann würde der Spieler vielleicht sagen, dass ich vielleicht ein bisschen zu sehr Emotionen zeige im Spiel. War am Anfang tatsächlich bei mir nicht so. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es mittlerweile immer noch so krass ausgeschöpft ist, aber vielleicht, dass die Emotionen sehr krass rüberkommen. Und ich habe auch schon mal gehört, dass ich arrogant bin. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist natürlich immer jedermanns Meinung, aber sonst eigentlich immer gutes Feedback bekommen und gute Kommentare. Und wenn, sage ich mal, jemand etwas Negatives sagt, dann gibt es da auch keine respektlosen Antworten von mir, dann nehme ich mir das zu Herzen und dann verbessere ich das auch. Ich bin immer dafür offen für auch Gespräche und sowas, da bin ich immer gerne dabei. Hast du einen Lieblingsgegner? Lieblingsgegner? PDC-technisch oder lokal? Sowohl als auch. Achso, PDC. Habe ich eigentlich keinen so wirklichen Lieblingsgegner. Ich habe das Spiel gegen Max Hopp habe ich sehr gerne gespielt. Würde ich natürlich auch gerne immer wieder machen, aber so pauschal in der PDC eigentlich nicht. Lokal
kann ich eigentlich nicht so genau sagen. Natürlich ein paar Kollegen aus Hildesheim, gegen die ich schon oft gespielt habe. Da ist es natürlich auch in Drucksituationen immer noch ein bisschen was anderes, weil man kennt die Leute, man hat schon oft gegen sie gespielt. Da ist immer noch so ein bisschen was anderes. Aber so pauschal wirklich einen krassen Lieblingsgegner habe ich nicht, nein. Gibt es vielleicht einen Spieler, gegen den du nur sehr ungern spielst? Ungern. Ich spiele ungern gegen Marcel Erber. weil wirklich, ich respektiere ihn sehr und er ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Und ist auch immer da für mich, was Dart angeht. Und also mit dem spiele ich sehr gerne. Und Marvin Koch auch, bei dem ist auch so ein bisschen, klar, zwar kenne ich ihn schon lange, aber auch trotzdem so Spiele gegen ihn zu beschreiten, ist immer noch sehr, sehr, sag ich mal, schwitzig und immer noch sehr, sehr anstrengend, weil es immer, immer kranke Spiele, immer sehr gute Averages dabei und macht immer noch Spaß. Wenn du für ein Doppelturnier einen Teampartner von den Jungs aus dem Team My Dart Coach wählen müsstest, wer wäre es? Von den Jungs aus dem Team My Dart Coach? Also, weil ich mit Marvin natürlich auch schon viele Doppelturniere gespielt habe, würde ich Marvin natürlich auch gerne, würde ich das natürlich auch machen, wenn ich jetzt dadurch entscheiden müsste. Würde aber auch mal gerne mit Leon Weber mal ein Doppelturnier spielen. Das würde mich mal interessieren, das habe ich noch nie gemacht. Aber da, als ich ihn jetzt kennengelernt habe und sowas, hätte ich auf jeden Fall mal Interesse dran. Wenn du an das Team My Dart Coach denkst, kommt dir als erstes was in den Sinn? Micha kommt mir eigentlich als erstes in den Sinn, weil er die Leitfigur ist. Er ist eigentlich das, was er, also er, wenn man My Dart Coach hört, dann denkt man eigentlich automatisch an ihn, so sehe ich das. Und was er alles schon auf die Beine gestellt und was er alles organisiert hat, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen, also da bin ich, also war ich wirklich sehr stolz auch. Und als ich auch natürlich auf My Dart Coach aufmerksam geworden bin, habe ich natürlich auch direkt an Micha gedacht. Kontakt erstmal zu Micha direkt und sowas. Also eigentlich ist es Micha als erstes gewesen, ja. Und eine letzte Frage noch. Wenn dein Heute verfilmt werden würde, welchen Titel würde der Film tragen? Boah, ist eine gute Frage. Filmtitel, ich glaube, ich würde einfach sagen, ein ambitioniertes, oder ich sag mal, Hildesheimer Darts Talent träumt vom Elli Pelli. Einfach nur aus dem Grund, weil damals, als ich in Hildesheim noch viel gespielt habe und bin ich auch immer noch, aber als die Hildesheimer Allgemeine Zeitung auf mich aufmerksam geworden ist, durch Kontakt zu meinem Vater, haben sie einen Bericht gemacht und da war der Titel Hildesheimer Darts Talent träumt vom Elli Pelli. So würde ich das immer noch machen, weil ich natürlich immer noch vom Elli Pelli träume, ist keine Frage. Ich habe da mal so Lust, mal gerne da zu spielen. Erfordert natürlich noch viel Disziplin und viel Training, aber das wäre, glaube ich, ein Titel. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.